Und herzlich willkommen zurück zur Minecraft-WG. Heute ist mal wieder der Fanny dabei, der, genau, er hüpft mal wieder. Der zwar immer noch keinen Laptop hat, aber sich einen geliehen hat und deswegen heute auch sehr scheiße klingt. Das darf er jetzt mal demonstrieren. Hallo, ich bin cool und höre mich total scheiße an. Yay! Gut, außerdem unser neues weibliches Mitglied, die Fee. Die darf auch mal Hallo sagen, nicht nur winken. Hallo! Ja, und zu aller Überraschung haben wir auch Lycantra wieder dabei. Obwohl sie ja gesagt hat, sie hat aufgehört, aber sie macht dann halt doch wieder mit. Hallo, da bin ich wieder. Genau. Fehlt noch der Rio, der aber irgendwie nicht auffindbar ist. Ich sag's, wie es ist. Er ist einfach irgendwie nicht da. So, aber der wird wahrscheinlich dann in den nächsten Folgen wieder auftauchen. Das willst du mich küssen, oder was? Ja. Komm, gib mich mal her. Ich dachte, du hast eine Freundin, Fanny. Okay. Der erste Kuss, oh! Oh, oh. Wir müssen sofort das Herz filmen. Nein. Ja. Okay. Diese aufsteigenden Herzchen. Der kann jetzt deinen Monolog zu Ende führen. Ist jetzt fertig. Achso, ja, cool. Ich monologisiere nicht mehr. Wir haben ein Bild okay. An der Wand. So, wir führen dich mal ein bisschen rum gerade. Oh, das bin ich mit meinem Pferd. Also bei mir, in meinem. Egal. Ah, ja, das habe ich auch gesehen. Du hast dann in deinem Texture-Pack. Ja, wir müssen dich heute eh ein bisschen vorstellen. Also, du machst da selber auch Let's Plays, hab ich so gehört. Ich? Was? Wer behauptet das denn? Hab ich so gesehen. Also, das ist jetzt eigentlich unser Starthaus, ne? Hier haben wir angefangen. Und hier schlafen wir alle drin. Hier unten ist unser Schlafzimmer. Da fehlt jetzt ein Bett. Da fehlt jetzt ein Bett. Haben wir eben schnell Wolle. Wir kraften sofort ein neues Bett. Obwohl heute passt, wir sind eh nur vier. Ja. Weil, aber. Ich hätte Wolle. Ich schlafe auch auf dem Teppich. Ja, bitteschön. Ja, yeah, Wolle. Hat jemand Holz? Da bitteschön. Ja, ach, Lycantra hat alles, wie immer. So, dann machen wir jetzt hier ein eigenes Bett für. Wer hat das Holz aufgehoben? Ich stand da und du wolltest es mir nicht geben, aber es ist einfach so. So viel Holz brauche ich nicht für dein Bett. Tja. Also, wir schlafen auch alle in meinen unterschiedlichen Betten, musst du wissen. Also. Ich brauche Platz, ich muss meine Flügel entfalten. Ja, bitteschön, da. Wie sieht das denn aus? Mein Gott. Okay, also das ist. Sieht sehr seltsam aus. Der Schlafraum. So, dann kommst du damit wieder mit hoch. Gott, das könnte man auch mal verändern. Das ganze Haus ist sowieso ein bisschen verwinkelt. Wir müssen da, also wir bauen immer ständig irgendwo rum. Unser Labor hast du gerade schon gesehen, da haben wir gerade angefangen drin. Ja. Da hinten haben wir einen Turm. Das ist noch wichtig. Der hat eine super Treppe. Den habe ich schon bewundert, von weitem. Ja, dann machen wir jetzt mal den Test. Pass auf, dann kommst du mal bitte den Turm hoch. So, okay, du gehst ja übrigens an den Dorf vorbei, was die Gäste bei uns immer bauen. Die bauen uns jeder ein Haus da hinten hin. Kannst du dir mal so angucken, da sind auch so Grundstücke schon abgesteckt. Ich sehe Klötze, wunderbar. Klötze. So, und jetzt hier die Treppe. Ich empfehle dir, in einer 8 hochzurennen. Das ist in meinen Augen das Einfachste. In einer 8? Oh mein Gott! Das ist nicht lustig! Doch, was habt ihr gebaut? Doch, diese Treppe ist lustig. Aua! Ich will nicht fallen, bitte. Ich möchte nicht sterben. Ich bin auch so jung. Was sollte meine Zuschauer sagen, wenn ich nicht mehr da bin? Die beschweren sich dann bei dir. Du rennst ja gar nicht mit Doppel-W, du rennst ja ganz normal. Ja, okay. Ich hab ja auch Angst runterzufallen. Ja, und apropos runterfallen, weil du jetzt neu bist, um runterzukommen, machen wir einmal so. Ne? Oh Gott, okay. Ja, treffen ist so irgendwie ein Kunststück. Fanny hat getroffen. Scheiße! Das darf man nicht sagen. Das Problem ist, du hast noch in keinem Bett gelegen, richtig? Mama, ich bin irgendwo. Ich cheate mal wieder, ausnahmsweise. Bitte, ich bin verloren. Das ist immer ein Problem, ne? Ja, ich habe jetzt keine Lust, hier in 3 Stunden zu suchen. So, da ist er wieder. So, und jetzt fangen wir einfach an, irgendwas zu spielen, irgendwas zu bauen. Okay, also ich reiß das komische Ding hier vorne ab. Du willst das abreißen? Achso, wenn du Werkzeug brauchst, achso, das habe ich noch gar nicht gesagt. Wir haben Kisten, und zwar im Haus hast du schon welche gesehen, da wo wir gestartet haben. Und unser Lager ist eigentlich hier, aber es ist sehr unaufgeräumt. Ach, macht nichts. In meiner Wohnung sieht das ähnlich aus. So, und die Kisten hier, die sind voll, die auf der anderen Seite sind noch nicht so voll. Was ist denn hier passiert? Ja, wir haben hier umgebaut, genau, während du nicht da warst. Da kannst du dir rausnehmen, was du willst. Im Dorf selber, wo die Gäste bauen, stehen auch 2 Kisten oder 3 sogar mittlerweile. Da darfst du nichts rausnehmen, weil das nur für die Gäste ist. Okay. Ja, damit die ihre Sachen haben, wenn die hier anfangen zu bauen. Ja, kannst du also hier kannst du alles möglich zusammenbauen und dann einfach jetzt irgendwas mit uns zusammenbauen. Ich helfe dir, Fanny, beim Abreißen, kannst du ja auch da vorbeikommen und. Ich kann euch ja mit Schneebällen helfen. Okay, das war die erste Kiste. Ja, nee. Ja, wir hatten vor Weihnachten hier alles weiß eingedeckt und das haben wir natürlich nach Weihnachten wieder weggemacht. Das war eine Arbeit.
Ja, allerdings. Ich habe mich verirrt. So, warum wir jetzt euch fragt, warum wir das hier abreißen? Wir haben uns das gedacht, das sieht einfach doof aus. Also einfach weg. Ja. Wo seid ihr? Beim Ex-Bier-Zelt. Ach so. Oh ja, das habe ich ja auch gesagt. Das sieht voll kacke aus. Ja, sieht ja auch. Ich habe so ein Fanny gebaut. Schnee. So, Fee, du darfst auch den anderen, meinen Zuschauern, unseren Zuschauern sagen, wie alt du bist. Ich bin 24 Jahre alt. Oder generell was über dich erzählen willst. Ja, ja, mein Name ist Fee. Man kennt mich unter Schmunzelfee auf YouTube. Ich bin Let's Playerin und ja, ich wohne im wunderschönen NRW. Oh, und plündere gerade leere Kisten, die sind alle leer. Hallo? Achso, auf der anderen Seite hast du gesagt, okay, ich habe nichts gesagt. Ja, ja und ich mag Minecraft. Ja, ich habe auch einen eigenen Server, aber im Moment bin ich da nicht so aktiv und deshalb bin ich hier. Ja. Hast du nicht zu mir gesagt, du wärst jeden Abend auf deinen Server aktiv? Ja, eigentlich normalerweise schon, aber im Moment irgendwie nicht, weil im Moment ist da auch nicht so reges Treiben. Oh, was ist da los? Skandal. Du, wenn ich das wüsste, ja, Skandal, da sagst du was. Ich weiß auch nicht, was da los ist, aber im Moment bin immer nur ich da und mein neuer WG-Gefährte im Real Life, ja, der Big Earl, der ist immer mit dabei und im Moment ist da echt tote Hose. Also ich weiß auch nicht, warum. Alle hassen uns. Echt? Dabei können wir ja immer vorbeikommen. Ja. Dabei ist so schön auf Ektopia, das ist so schön. Wunderbar. Wir kommen mal vorbei. Natur. Dürfen wir uns da ein Haus bauen, oder? Ja, selbstverständlich. Ja, dann kommen wir auch glatt vorbei. Super, können wir alles noch klären. Aber ich dachte nach deinem Livestream oder was du da gemacht hast, an den Fragen beantworten, da hättest du so viele Leute, die dich mal anschreiben. Keiner auf deinen Server? Also da war einer, der gesagt hat, ich möchte unbedingt mit auf den Server und dann, ja, einer. Gut. Da es gerade dunkel wird, würde ich sagen, wir legen uns mal alle zusammen ins Bett. Wo ist denn die Fee jetzt? Wo ist sie denn hingerannt? Die Fee kommt gerade nach oben. Aus diesem Werkzeug. Du kannst auch hier, pass auf, komm mal mit. Komm wieder rein. Hier, ja. Wir haben auch, von hier aus kann man auch ins Bett gehen. Wir haben alles miteinander verbunden. Wir haben alles miteinander verbunden. Ich muss mich hier erst noch zurechtfinden. Ja, das wird schwierig bei unseren ganzen Gängen, die wir hier gebaut haben. Das sehe ich wohl. So. Dann kommen wir hier an und von hier aus kann man dann rübergehen zum Bett. Oh, wunderbar. Also du bist jetzt quasi unterm Labor, ne? Falls du nur wissen willst, wo du bist. Ich bin einfach irgendwo. Ich laufe einfach irgendwo. Ich schlafe in der Mitte. Haha. Ha. So. Aber die schmeißen wir raus, die schnarcht beim Schlafen. und sie schläft nicht mit Werkzeug in der Hand, das geht überhaupt nicht. Ich habe ja auch noch, ich habe noch nicht hier gecraftet und so, lass mich doch erstmal hier. Ja, wollen wir das denn jetzt wirklich so gerade runter machen, so die Treppe, oder wollen wir die so... Ich würde halt eine breite Treppe runterbauen, und zwar so, dass man auf dem Weg ungefähr rauskommt. Ich würde eher sagen hier, ne? So. Achso, das ist okay. Ja der Hauptweg vom Dorf und dann würde ich sagen so 5 breit oder sowas. Okay. Das ist aber eine gute Idee. Wer hatte die? Ich und Fanny auch. Gleichzeitig. Gleichzeitig. Mhm. Ich würde hier noch so eine Reihe wegmachen, ein oder zwei. Sind wir nicht mittig, ne? Ich würde eher sagen, den nochmal weg. Eine Gravel. 2, 3. Oder was? Was? Eine Gravel-Treppe. Nee, ist schon so, dass man hochlaufen kann mit richtigen Stufen. Ah, so, ist jetzt in der Mitte? Müsste, ne? Ich hoffe. Okay. Ah, da ist sie ja. Falsche Werkzeug, um eine Treppe zu bauen. Ja, ach, Mann! Eine Holztreppe, ach so, okay. Nicht? Also musst du sagen, ich meine, weil die anderen auch aus Holz sind. Ich glaube, so wird das noch zu lang. Ich glaube, wir müssen die oberste Reihe noch einen weiter reinschieben, sonst kommen wir da unten, weiß ich nicht, wo an. Okay. Oh, Mann. Ja. Ich lasse mir da nichts vorschreiben. Ich benutze das Werkzeug, das ich möchte. Jawohl. Ich gucke euch zu. Das darfst du machen. Und wenn ich mit der Hand was abhacken will. Mit der Hand was abhacken. Wollen wir das denn mit Dirt auch machen hier jetzt? Oder? Ja, okay. Das meinst du ja. So, dann passt das. Kommen wir genau unten auf den Weg raus. Also, da können wir noch eine Schicht Gravel wegmachen. Die können wir dann ein bisschen verlegen und dann passt das, würde ich sagen. Also, ihr dürft gerne auch was Eigenes bauen, ihr beiden weiblichen WG-Mitglieder. Ich hab gehört, ihr wollt was zusammenbauen. Wir gucken gerade noch, wie schön ihr diese wunderbare Treppe baut. Das ist wirklich unglaublich. Hast du den Gravel aufgehoben, den ich da weggemacht habe? Ich weiß nicht. Nimm einfach das. Ich weiß nicht, wie viel das sind, aber nein. Ja, so viel habe ich nicht ausgegraben. So. Wir werden beobachtet, merkst du? Wenn ich jetzt mal so queenmäßig runterkommen und dabei winken. Hallo! Meine Untertage. Also, wenn du das machen willst, dann komm mit. Dann komm mit.
Warum? Ja, komm mit. Oh Gott. Jetzt geht's los. Ich baue dabei immer weiter, ne? Ja, ja. Ja. Ach, warte, ich falle auf mich. Hier muss ich hin. Bist du noch dabei? Ja. Ja, ich bin hier. Brech mir gleich, glaube ich, erstmal den Fuß oder so. Mal gucken. Nö, nö, so schlimm ist das hier nicht. Ach so, gut. Das passiert mir aber immer dann so. So. Das passiert so. Mir vorzugsweise immer beim Spawn. Da stehen bleiben, warte. Ja. Ich gehe vor und dann kannst du gleich einfach die Treppe runterkommen. Ja, und dann sagst du, uah. Und dann musst du die ganze Zeit winken und uah sagen, genau. Warte, ich bin noch nicht unten. Warte, jetzt kann ich das obere Ende nicht mehr sehen, ich komme mal ein Stück hoch. So, jetzt kannst du um die Ecke kommen. Ah, da ist er ja. Meine so. Untertanen. Und du musst uah sagen. Ja, bitte. Uah. Boah, ist das geil hier unten, hallo? Das vergeht mir gleich das Winken, wenn ich das da vorne sehe. Ja, wirklich, das sieht gut aus. Jetzt schubst dich in die Lava, nein, das ist gemein. Ja, ja, jetzt hast du auch unsere epische Treppe. Sehr schön, also wirklich die, ganz toll. Die heißt die dicke Olga. Passt zu mir. Ach so, das steht auch irgendwo hier oben dran. Oh, Walter ist nicht mehr da. Ach, der war letztes Mal schon nicht mehr da. Walter ist ausgebrochen. Walter? Das war unser Walter. Zombie, da stand ein Zombie, der hat nichts gemacht, der stand einfach nur da rum, da haben wir ihn eingeglast und Walter genannt. Nee, aber da steht der Name, siehst du, die dicke Olga. Von Double Stone 3000, klar, ne? Der hat uns den Namen dafür gegeben. Double Stone wollte auch mal mitmachen. Ja. Also wir haben so ein bisschen einen Tick, dass wir unsere Zuschauer immer alles benennen lassen. Ja, finde ich gut. So, wie kommt man jetzt hier am besten wieder raus? Kommt auch irgendwie kommt man auch wieder im Haus raus hier, aber das lassen wir besser. Ich glaube, ich gehe hier raus, da finde ich den Weg besser. Was wollen wir denn jetzt hier oben drauf machen? Weil das sieht auch scheiße aus, wenn das so ganz leer ist irgendwie. Weiß ich nicht. Ich muss erstmal was essen, ich habe nichts. Ich habe fermentierte Spinnenaugen, super. Die kann man nicht essen. Oder vorne ist Schnee. Schnee! Ja, Schnee haben wir ja so einiges. Schnee finde ich gut. Autsch. Fuß verstaucht. Ich gehe mal in die Küche was essen, ne? Also, wenn du was zu essen brauchst, das ist bei uns oben in der Küche. Die Küche ist theoretisch über unserem Wohnhaus, aber leider kommt man nur über den Nebenflügel da rein. Das ist sehr sinnig. Ja, das ist irgendwann mal so passiert. Also man muss dann hier reingehen und muss quasi einmal durchs Labor. Und dann muss man hier hoch. Ist ja fast wie ein Hogwarts. Eigentlich kann man. Ah, nee, kann man nicht. Nee, kann man nichts umbauen. Und dann haben wir hier ein fertiges Essen, unfertiges Essen und den epischen Spülkasten. Und den Kuchen. Nicht anfassen. Wenn du irgendwo einen Kuchen auf der Map siehst, nicht anfassen. Das würde ich dir empfehlen. Weil. Das ist mit mir zu tun kriegen. Okay. Das ist Lukantra. Oh. Meisterin der Kuchen. Ja, danke, ja. Danke. Und wir haben auch einen Kuchen in der Hölle, der ist, glaube ich, noch vom Noel. Den behalten wir auch als Andenken. Ja. Die Kuchen sind hier heilig. Also wenn eine Suppe isst, ne, die Teller dann in den epischen Spülkasten. In den legendären Spülkasten, episch, so heißt alles es. Alles, ne? Klar. Episch, legendär ist alles das Gleiche. Bedeutet alles awesome. Awesome und einzigartig. Hier ist doch noch Platz. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wo ich so ein so einen Verzauberungstisch hinbaue. Ach, jetzt wollen wir ganz aktuell werden, ja? Ja, ich musste einen in meinen Net Change bauen, da dachte ich mir, kann ich das hier auch mal machen. Aber ich glaube, wir haben gar keine Diamanten dafür und gar kein Obsidian. Ein Balkon. Ja, dieser ganze Schnee. Oh, den Block wollten wir noch wegmachen, damit man nicht mehr da hochkommt. Aber egal. Jetzt stehe ich auf dem Dach, wunderbar, eine schöne Aussicht. Ja, da sollte man eigentlich nicht mehr hoch, aber... Ihr habt also keine Idee gehabt, was man mit diesem Dach anfängt. Eine Dachterrasse. Because this Raum ist auch ziemlich empty. Ihr könnt gerne was da reinbauen, wenn ihr wollt, ihr beiden. Hallo? Kommst du denn hier raus? Ist die Treppe fertig oder was? Das könnte man dann hier reinbauen. Hier rein? Eine Wellness. Oh, da hast du aber jetzt Zaun hingebaut, du. Das ist aber eine schon Wellness-Oase. Eine wahre Lass Pracht mit Gast. Dem Zaun. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, da steht der Gast, genau. Oh, doch. Kann wieder abmachen. Nee, ist okay so. Schick, schick. Jetzt kann man endlich mal hier so hochgehen, weißt du, man muss nicht immer außen rumrennen. Naja, stimmt. Die anderen Treppen lassen wir natürlich auch noch da, damit man auch von überall. Jetzt ist das hier oben natürlich ein bisschen leer. Wir könnten natürlich auch Gravel holen und dann einfach hier die ganze Erde rausmachen und das aus Gravel machen, so. Nee. Oder aus Pflastersteinen. Können wir hier nicht in gelber Wolle WG hinschreiben oder sowas? In gelb und roter Wolle? Haben wir gelbe Wolle da? Das ist auch schön. Da nach draußen ist so sommerlich, man guckt raus und man guckt dann rechts Schnee. Das ist super, das 4-Jahreszeitenzimmer. Finde ich gut. Ich gehe mal zum... Ich brauche gelbe Blumen, ne, für Wolle.
Ja, was baut man hier jetzt rein? Ja, ist schwierig. Also. Eine Hüpfburg. die Möglichkeiten sind auch so begrenzt in dem Spiel. Wieso? Klotz genau. Und Klotz. Ja, ich weiß auch nicht. So. Lapis Lazuli Block haben wir auch noch. Ja, wir haben jede Menge Müll. Alexchen. Jawohl. Bevor hier etliche Folgen vergehen, wollte ich dir noch erklären, warum ich wieder dabei bin. Ja, mach das noch schnell, dann beenden wir mich diese Folge, um unseren Gast reinzuholen. Das machen wir. Ja, machen wir. Jawohl, also ich bin wieder dabei, because mein Wohnzimmer ist blockiert. Der Alex, der sitzt nämlich im Wohnzimmer. Und ich bin viel zu betrunken. Nee, Quatsch. Ja, ich weiß. Ich habe halt überlegt, was ich da am besten mache. Ich wollte eigentlich nicht mehr weiterspielen. Ja. Oh Gott, ich bin zu betrunken. Sie wollen eigentlich nicht mehr weiterspielen, aber ich blockiere immer das Wohnzimmer und deswegen kann sie dann trotzdem nichts anderes machen, deswegen spielt sie wieder mit. Ist sie quasi dazu gezwungen? Ja, das nervt halt. Ach, ihr wohnt zusammen? Ja, über diese Heimlichtuerei geht ja auch irgendwie auf den Geist. Wir haben. Ja, mich haben einige gefragt, ob das mein Freund ist, da habe ich nein gesagt. Ja. Weil so ist. Ja, wir sind nämlich verheiratet. Ja. Ist ziemlich langweilig. Skandal. Ja. Skandal. Schämt ihr euch nicht? Ein bisschen. Und mit diesem Geständnis beenden wir diese Folge jetzt, ganz einfach. ihr könnt bis morgen drüber nachdenken. Sagt mal alle Tschüss. Tschüss. Tschüss.